Hallo und herzlich willkommen zu deiner Yogastunde für kühle Tage. Bring jetzt die Füße hier unter deine Knie und dann fange an, mit deinem Oberkörper zu kreisen. Deine Hände liegen hier auf den Knien und dann komm mit dem Brustkorb nach vorne zur Seite und nach hinten dann über die andere Seite und kreise. So einmal bring die Wirbelsäule in Schwung. Und sorg für ein bisschen Bewegung. Dann wechsel einmal die Richtung und wieder schöne große Kreise über die Seite nach vorne und wieder nach hinten kommen. Nimm den Kopf gerne etwas mit und auch die Schultern und mach dich hier einmal schön locker. Dann wechsel nochmal die Richtung und dann werden die Kreise etwas kleiner. Wenn du nach hinten kommst, mach den Rücken schön rund. Wenn du nach vorne kommst, zieh die Schultern hinten zusammen. Einatmen, nach vorne Schultern zusammenziehen. Ausatmen und rund machen, so wie du das vom Katze-Kuh, von der Katze-Kuh-Dynamik schon kennst. Und dann werden die Kreise immer kleiner. Wechsel noch einmal die Richtung. Jetzt kreist der Bauchnabel hier über deiner Körpermitte, über deinem Becken, bis sich dann die Kreise so weit verkleinert haben, bis du hier in der Mitte, in deine Mitte kommst. Und dann bring jetzt einmal die Hände vor deine Beine. Zieh aber hier die Schultern zurück zu den Ohren, also zieh die Schultern nicht hoch zu den Ohren, sondern etwas zurück. Streck dich hier lang, schau mal, wie viel Flexibilität du hier hast im Hüftbereich. Vielleicht kannst du noch etwas weiter nach vorne wandern mit den Händen. Das hilft dir für den kreuzbeinigen Sitz, wenn du regelmäßig die Hüftöffner übst. Hilft es dir einfach etwas besser und bequemer in den kreuzbeinigen Haltungen zu sitzen. Dann komm wieder zurück, einatmen, die Hände anheben und dann dreh dich jetzt hier über die rechte Seite, fass das rechte Knie an, rück das rechte Knie etwas nach unten, die linke Hand hinter dir am Gesäß aufgestellt. Achte dabei darauf, dass die Schultern hier in etwa auf einer Höhe sind, der Blick geht sanft über die rechte Schulter. Atme weiter tief in den Bauch, in die komplette Länge der Wirbelsäule. Und dann komm jetzt einatmend zur Mitte und ausatmend über die andere Seite nach links. Deine rechte Hand liegt am linken Knie, drück das linke Knie etwas zum Boden runter und deine linke Hand ist hinter dem Körper aufgestellt. Einatmen, zur Mitte zurückkommen und jetzt einmal über rechts beugen, über die rechte Seite. Atme hier in die linke Flanke, streck den Arm ganz, ganz lang aus, den linken Arm ausstrecken und dann kannst du an der Achselhöhle hier vorbei blicken, wenn es angenehm im Nacken ist. Einatmen, jetzt einmal nach oben und zur anderen Seite. Der Blick geht wieder an der Achselhöhle vorbei. Und dann atme hier in die komplette rechte Seite. Einatmen, zur Mitte kommen. Ausatmen, senke die Hände. Einatmen, durch die Nase mit zum Mund atmen und Hände senken und den geöffneten Mund ausatmen. Noch einmal einatmen, die Arme nach oben und ausatmen durch den offenen Mund. Noch einmal einatmen, die Arme nach oben. Mach dich ganz, ganz lang. Hände senken und dann streck einmal die Beine aus, schüttel die Beine etwas aus und dann komm mit mir auf die Matte zum Liegen und dann leg dich hier ganz langsam auf der Matte ab unter Zuhilfenahme des Knies. Komm jetzt zum Liegen, streck dich gerade aus, schau, dass hinter dir nichts liegt, was dich irgendwie stören könnte. Und dann greifst du jetzt mit der rechten Hand das
linke Handgelenk und ziehst den Arm erst lang und dann kommst du über die rechte Seite und mit den Füßen kommst du auch etwas nach rechts und schlägst den linken Fuß jetzt über den rechten Fuß. Also Knöchel über Knöchel zur sogenannten liegenden Banane. Atme hier tief in den Bauch, genieß das, wie du dich hier einmal lang streckst, wie du hier einmal die ganze linke Seite hier dehnst und dann kommst zur Mitte zurück, einmal zur anderen Seite. Greifst jetzt mit der linken Hand das rechte Handgelenk und dann wanderst du zur linken Seite herüber, legst den rechten Fuß über den linken Fuß. Für die liegende Banane wieder tief in den Bauch atmen. Eine sehr schöne, kühlende Übung. Dann wandere langsam wieder zurück zur Mitte und dann nimm einmal die Knie in die Hände, schaukel auf dem Rücken rauf und runter in der sogenannten Rückenrolle und dann komm mit einem Schwung nach oben in die Hocke und von hier aus in den Vierfüßlerstand. Die Hände unter den Schultern abgestellt, stell die Zehen hinten auf und dann drücke Becken und Gesäß hoch zum herabschauenden Hund, gehe hier leicht in die Knie und dann laufe hier erstmal auf der Stelle, um dich ein bisschen warm zu machen im herabschauenden Hund. Und dann nochmal den Rücken ganz lang machen, in die Knie gehen und dann dich hier gerade ausstrecken. Daumen und Zeigefinger, Handballen drücken fest in die Matte, die Fersen streben Richtung Boden. Mach den Rücken ganz, ganz lang. Und vom herabschauenden Hund komm dann jetzt wieder in den Vierfüßlerstand. Streck dich einmal hier aus, Arme nach vorne, Gesäß auf die Fersen. Und dann den Kopf zwischen den Oberarmen halten. Hier nochmal den Rücken ganz, ganz lang machen. Und jetzt deine Arme wie Engelsflügel neben die Unterschenkel legen. In der Stellung des Kindes. Langsam mit runden Rücken nach oben kommen, aufrichten und dann von hier aus einmal zum Stehen auf deine Matte kommen. Und komm hier einmal in eine ganz breite Grätsche. Einatmen, die Hände über die Seite bringen. Und dann die Hände hier an deiner Hüfte aufsetzen. Und jetzt komm erstmal mit geradem Oberkörper nach vorne. Schau mal, wie weit du kommst. Schultern weg von den Ohren. Dann greife hier deine Ellbogen und lass den Oberkörper hier nach unten aushängen. Und genieße einfach mal hier das Aushängen. Dein unterer Rücken genießt es allemal. Dann stelle jetzt die rechte Hand am Boden ab und bringe deine linke Hand hoch zur Decke. Wieder die linke Hand zum Boden geben und jetzt die rechte Hand nach oben strecken, sodass die Arme in etwa übereinander sind. Und nach unten geben. Und von hier aus mit rundem Rücken, Wirbel für Wirbel, ganz langsam nach oben kommen und dann auf deine Matte. Für eine ganz kurze Endentspannung mit einem kurzen Bodyscan. Wir gehen jetzt einmal mit der Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper. Ich sage die Körperteile an, du gehst mit deiner Aufmerksamkeit dorthin und wenn du möchtest, kannst du dir dort ein Licht vorstellen. Komm jetzt in den rechten Fuß. Die rechte Wade, den rechten Oberschenkel, die rechte Gesäßhälfte, rechter unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken. Komme jetzt zum linken oberen Rücken, mittleren Rücken, unteren Rücken, linke Gesäßhälfte, linker Oberschenkel,
linke Wade, linker Fuß, rechte Hand, rechter Unterarm, Oberarm, rechte Schulter, linke Schulter, Oberarm, Unterarm, Hand, Nacken, Schultern, Hinterkopf, Stirn, Kiefer, Augen, Gesicht. Komm jetzt zum kompletten Körper mit deiner Aufmerksamkeit und stell dir vor, wie er hier leuchtet, aufgeladen ist, sich großartig fühlt. Fang langsam an, dich zu bewegen, recke und strecke dich und dann komm wieder zu mir zurück hier in eine sitzende Haltung. Du kannst dir gerne ein Meditationskissen dafür greifen und noch einmal in einen kreuzbeinigen Sitz hier zu mir kommen. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Das war unsere mini kleine Yogastunde für heiße Tage. Ich hoffe, du hast sie genossen und ich wünsche dir jetzt einen wunderbar erfrischenden Tag. Denk immer dran, du bist großartig. In dir steckt ein göttlicher Kern, der nach draußen will. Nimm die Entspannung mit in den Alltag, denn sie gehört dir. Und wir sehen uns hier ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich, wenn du mir unter dieses Video mal einen kurzen Kommentar schreibst, wie dir die Yogastunde gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, meine Liebe.